Der Traum davon, einen großen YouTube-Kanal zu haben, den haben, glaube ich, viele. Egal, ob man viel Reichweite haben möchte und einfach nur über seine Videos was ausdrücken möchte oder ob man Geld über YouTube verdienen möchte oder ob man, keine Ahnung, coole Connections über YouTube aufbauen möchte. Ich habe so das Gefühl, wenn du einen großen YouTube-Account hast und einen erfolgreichen YouTube-Account, dann ist das einfach so wertvoll und bei mir war es nichts anderes. Also ich habe als kleiner Junge schon immer davon geträumt, irgendwann mal einen wirklich großen YouTube-Kanal zu machen. Jetzt mache ich natürlich das Thema Online-Business, was ich nicht unbedingt dafür, prädestiniert in Deutschland, hunderttausende Follower zu machen, aber ich bin mittlerweile schon echt glücklich. Und ich habe ein paar Kunden, denen ich auch mittlerweile wirklich zu vielen 10.000 Followern auf YouTube geholfen habe. Ich habe mittlerweile sogar einige Leute, die weit über 500.000 Follower aufgebaut haben. Da ging es nicht primär nur um die YouTube-Taktiken, sondern primär um das Videoformat Shorts. Und ich weiß, dass einige Leute wirklich mit 20, 30, 40 Videos hier schon 30, 40, 50.000 Follower aufgebaut haben. Dafür gibt es super viele Beispiele. Herr David Paulomo, Cole Black etc. Die ganzen Leute konnten aber auch extrem gut Videos produzieren, weil sie vorher schon hunderttausende Follower auf TikTok hatten. Und dabei muss es nicht mal so sein, dass du das dann bei TikTok erwähnst und sagst, hier, guck mal, ich habe einen YouTube-Kanal, folgt man da alle rein. Da wird nicht viel passieren. Aber die Videos, wenn sie auf TikTok viral gehen, wenn sie auf Instagram Reels viral gehen, dann gehen die halt eben auch bei YouTube Shorts viral. Du hast also die Top-Creator, die in Deutschland Kurzvideos machen, die schaffen es auf jeder Plattform. Und ich habe was total Spannendes in der letzten Zeit für mich persönlich rausgefunden. Und zwar habe ich letztens eine Mitteilung von YouTube selbst bekommen, ich soll doch ein paar mehr Shorts machen. Und ich habe ja damals, der eine oder andere weiß es, hunderte Videos für TikTok gemacht. Ich habe da 167.000 Follower, 11 Millionen Likes und an die 100 Millionen Aufrufe. Allerdings war ich so ein bisschen raus in den letzten Monaten und hatte nicht mehr so wirklich Bock, da was zu machen. Und jetzt extra für YouTube auch noch zusätzlich Shorts aufzunehmen, hatte ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber es gibt halt eine Möglichkeit, aus deinen bestehenden Videos, aber auch für die Zukunft, aus solchen Videos hier, Shorts ganz einfach zu produzieren, die dir dann komplett neue Reichweite einbringen. Ich hätte ja schon echt gerne so einen Playbutton. Also klar, 100.000 Follower mit nur Instagram, das wird ein bisschen schwierig. Also ich glaube nicht, dass ich das damit jemals erreiche. Ich gehe in meiner Nische auch ein bisschen mehr jetzt Richtung Online-Marketing und das Thema ist dann doch schon ein kleines bisschen größer und ich habe das Potenzial, vielleicht in 3, 4, 5 Jahren 100.000 Follower zu haben. Der Schlüsselgedanke ist immer der, du brauchst ein Thema, was viele Menschen einfach interessiert. Ich könnte zum Beispiel auch mein Instagram so aufbauen, dass es spannender wäre für das breite Publikum und sagen zum Beispiel, diesen Trick hat Nike gemacht oder ganz grob, Hass im Netz, darum ist Instagram toxisch. Das würde grundsätzlich viel mehr Menschen interessieren. Das machen ja auch Leute wie Sascha oder auch Alicia Joe. Die reden ja sehr breit über das Thema, dass sich möglichst viele Menschen dafür interessieren. Das ist eigentlich nur Aufklärungskontent, weil die verkaufen ja auch sonst nichts. Die sind wirklich YouTuber. Meine Videos sollen eigentlich auch, also natürlich auch aufklärend sein, aber sie sollen mir auch und meiner Firma langfristig Kunden einbringen. Das sind grundsätzlich erstmal zwei konträre Ziele. Jetzt kann man aber, so wie hier auf meinem Kanal, professionelle Videos drehen für eine kleine Nische. Die Shorts kann man aber für eine größere Nische theoretisch machen und die mit seiner eigenen Nische verbinden. Ich habe das mal für einen anderen Kanal gemacht und zwar die Absatzwirtschaft auf TikTok. Und da habe ich zum Beispiel was über Elon Musk gemacht und das ganze Thema auf Online-Marketing bezogen. Und das Video ging echt ab. Es hatte mehrere 10.000 Aufrufe. Es hatte was mit Marketing zu tun, aber eben auch zum Beispiel mit einer Person, für die sich viele Menschen interessieren. Ich hatte aber erstmal, wie gesagt, keinen Bock, das so zu machen. Deswegen habe ich einfach irgendeine Phrase aus meinen bestehenden Videos hier rausgeschnitten. Und das geht super einfach über die YouTube-App. Wenn du in deiner YouTube-App bist, steht dort ganz klein Erstellen. Und wenn du da drauf klickst, kannst du aus jedem bestehenden Video einfach auch ein Shorts extrahieren, sozusagen. 15 Sekunden lang, ab diesem Zeitpunkt, wo du das Video gestoppt hast. Bevor ihr jetzt anfangt, richtig Hardcore Shorts zu produzieren, möchte ich eine kleine Warnung aussprechen. Menschen, die sich 2, 3 Videos von euch angucken, die 10, 15 Minuten lang sind und euch dann abonnieren, sind meistens treuer als die Leute, die neu über Shorts reinkommen.
Bedeutet, wenn du anfängst, Shorts zu machen, wirst du eine höhere Fluktuation einfach bemerken in deinen Followerzahlen. Das musst du einfach nur wissen, aber du hast halt natürlich auch die Möglichkeit, viel schneller viral zu gehen. Vor allen Dingen für Anfänger ist die Möglichkeit, die ich dir jetzt gerade eben gezeigt habe, super, super simpel. Denn vielleicht hast du schon Videos und da einfach einen Schnipsel rausschneiden, ist kein Problem. Und diese Videos können tatsächlich viel schneller viral gehen, weil sie fast jedes Mal einfach auf den Shorts-Feed geworfen werden. Und dort sehen das halt ganz viele neue Menschen. Mir ist aufgefallen, ganz am Anfang, wenn das ausgespielt wird, bekommst du unendlich viele Dislikes auf jedes Video, egal was du machst, weil die Leute, die das dann sehen, kennen dich nicht. Und da sind wohl ganz schön viele Leute dabei, die ganze Zeit nur auf den Dislike-Button klicken. Also lass dich davon nicht ablenken und mach dann erstmal einfach weiter. Ich hätte das früher nie empfohlen. Vor allen Dingen nicht einfach mit Kurzvideos das zu machen. Mittlerweile ist Shorts, also YouTube Shorts, aber wirklich ein legitimer Weg, seine Reichweite relativ schnell drastisch zu steigern. Ich habe mal auf meinem zweiten Account, der hat dann innerhalb von ein paar Tagen 100 Follower aufgebaut, ein paar Shorts gepostet, 2 Wochen lang, jeden Tag glaube ich eins, von Videos, die ich schon hatte. Und hatte dann 100 Abonnenten nach einer Woche. Das ist mit normalen Videos, wenn du gerade erst anfängst und gerade nicht direkt irgendwie einen viralen Hit hast, ultra schwer. Weil du einfach keine Reichweite bekommst von YouTube, weil dich halt keiner kennt. Du musst wirklich super krass nischige definierte Themen oder von extern sehr viele Leute auf deinen Account bringen, damit er überhaupt anfängt zu wachsen. Irgendwann kennt YouTube dann deine Zielgruppe und dann fängt es auch an zu laufen. Mittlerweile würde ich also sagen, wenn du zum Beispiel so Videos machen möchtest wie ich, einfach nur von der Länge, du möchtest Erklärvideos machen, so ganz grob in diese Richtung zu deinem Thema, zum Beispiel Copywriting oder Coaching oder egal was, fang am Anfang an, auch Shorts einzubauen. Auch. Ich würde zum Beispiel 1 bis 2 solcher Videos pro Woche posten und an den anderen Tagen 1 bis 3 Shorts aus diesen Videos heraus hochladen. Eine Sache ist ganz wichtig. Du gehst deinen bestehenden Abonnenten nicht auf die Nerven, weil schau dir mittlerweile mal an, wo Shorts ausgespielt werden. Im Abonnenten-Tab, da guckt fast keiner rein. Dann gibt es einen eigenen Shorts-Tab und dann sind wir mit der Hauptseite über die App am Handy schon durch. Am Computer hast du in der Mitte so einen Streifen, wo Shorts präsentiert werden. Und darüber sind die ganz normalen Videos. Das heißt, Shorts nerven die Leute eigentlich nicht. Du hast aber immer wieder die Möglichkeit, dass deine Videos gepusht werden. Werden sie nicht gepusht, haben sie sehr wenig Aufrufe, weil sie deinen Abonnenten einfach nicht angezeigt werden. Wenn ich ein normales Video habe, hat das vielleicht nach einem Tag, keine Ahnung, 700 bis 1000, 1500 Aufrufe. Wenn ein Shorts nicht viral geschickt wird, dann hat das vielleicht 200. Geht es viral, hat das nach einer halben Stunde schon 2000. Also es ist krass und man kann und sollte das nutzen. Ganz zum Schluss noch eben, wie ich es jetzt nutzen werde in der Zukunft. Ich habe so eine Art Glossar jetzt erstellt für meine Shorts, wo ich so Marketingbegriffe erkläre. Die kann ich tatsächlich auch als Shorts in der Suche ranken lassen. Das ist erstmal eine Sache und dann werde ich noch Trend-Shorts machen. Das heißt, ich werde mir Themen aussuchen, die sehr trendy sind und die irgendwie auf Online-Marketing beziehen. Entweder irgendwas, was krass emotional ist oder was sonst irgendwie, ja, einfach die Leute so ein bisschen auch provoziert. Das wird meine Taktik sein in den nächsten Wochen und Monaten. Der Vorteil ist, die Videos sind dann sozusagen ja auch einzelne Videos und fertig. Und die werde ich dann auf TikTok hochladen, auf Pinterest hochladen, zwischendurch auch als Reels hochladen und so meine Reichweite mit nur einem so einem Kurzvideo maximal maximieren und habe auf all diesen Plattformen, weil diese Art von Videos natürlich jetzt gepusht wird, maximal die Möglichkeit, viral zu gehen. Und ich bin mir relativ sicher, wenn du Shorts, nur Shorts, plus vielleicht, wie gesagt, ein Video im Monat von mir aus nur, in dieser langen Form, jetzt durchziehst, für 2-3 Monate, wirst du 1000 Follower bekommen.